Aber ich weiß nicht, ob das schön wird. Vor allem unter Wasser wird es ein bisschen schwierig. Man könnte es natürlich wie bei der Nuzlocke-Challenge auch machen, dass man sagt, okay, unter Wasser ja, über Wasser nein. Überlebensversteck, Überlebensversteck! Monetarisierung ist Werbung halt. Also Werbung schalten und Geld verdienen oder versuchen mit Geld zu verdienen. Dann wird man auch von YouTube besser gepusht, wenn man das zulässt. Aber dafür braucht man halt mindestens 1000 Abos und 4000. War das wirklich 4000? 2 oder 4000 Video, Stunden Videomaterial. So ist es einfach. So, ich will natürlich noch sammeln, was geht. Weiß ich, mache mir immer so Sorgen, dass ich nicht, dass ich die Spiele nicht spielen kann, weil die nicht, weil ich manche Spiele einfach nicht in voller Grafik spielen kann. Aber komm erstmal hoch. Dabei merke ich aber auch, dass es mittlerweile den Zuschauern egal ist, ob Spiele realistisch sind oder hier, dass die Grafik der Spiele den Spielern oder dem meisten warum geht das nicht auf? Den meisten Spielern egal ist. Wenn das Spiel eine gute Story hat, ist die Grafik wurscht. So, lass mich mal ganz kurz gucken, da geht's weiter. Oh, Leute. Ich habe es versucht, realistisch zu machen. Ich habe mit der Lara zusammen die Luft angehalten. Das ist ein bisschen übertrieben gemacht. Oh. Ich muss den Tempel finden, nachdem du alles suchst. Deswegen habe ich jetzt gerade die ganze Zeit nichts gesagt. Ich mache das immer ganz gerne so. So eine kleine Challenge. Ha, ich habe es gesehen. Dass, wenn die Lara unter Wasser ist, dass ich versuche, mit die Luft anzuhalten. Aber mit Skill-Level klappt das nicht. Ah, also diesen Tauchgang hätte ich gerade so geschafft. Jonah, jawohl, nicht ganz. In einem unterirdischen Tempel. Von der Zeit her zumindest. Aber nicht mit den Aktionen! Das ist nicht gut. Lauf, 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 lauf! Ja! Oh. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe auf zur Spitze. So, es gibt halt extra EP. Ja. Oh. Lara, wie läuft's? Schlecht. Gut, es gibt Plattformen, Scheiße, nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran.
muss irgendwie die Glocke anheben. Ja, ich weiß, Lara. Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Ich... Ups. Zieh! Oh, super. Bewegen. Ja, auf. So, jetzt nach da oben. Es ist verboten, toten Kojoten die Roten zu verknoten. schaffst du den Sprung? Ja. Boah. Jetzt. Oh, shit. Spring. Spring. Da. Das hat fast nicht wehgetan. Hier ist ein Dokument. Ich bin am Schwitzen. Muss mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo noch so ein komisches... Gucken wir mal das Inventar an. Was haben wir denn hier? Ziele, Relikte. Nee. Kannst sagen, was du willst. Ich finde dieses Menü ein bisschen übertrieben. Ich habe doch irgendwo... Ja, wie viel gibt's davon? Danke. Ich wollte mal einen Überblick verschaffen, ob es bekannt ist, wie viele von den blauen Totenköpfen hier rumeiern. Das war in den vorherigen besser. Das ist hier sehr unübersichtlich. Lasst euch nicht verarschen. Hier, das Seil geht dann ab. Und dann rüber. Da gibt es nämlich noch was zu finden. So, die können wir hier gut brauchen. Lass mich... Oh, ich habe kein Dietrich. Ach nee. Das hat so ein bisschen kaputt gemacht. Das ging bei... bei Tomb Raider ging das noch, meines Erachtens nach. So ist die Frage, möchte ich hier runter? So, ich glaube... Ich weiß nicht, ob es klappt oder ob man von der anderen Seite aussehen kann. Ich probiere es nochmal. Ich habe da nämlich was gesehen. Oh, Gamer Instinct, yeah. Und hier noch was. Kato aktualisiert. Ja, super, schön. Die Schatztruhe habe ich gerade eben auch entdeckt. Überlebensversteck, das habe ich vergessen. Ich glaube aber nicht, dass ich da nochmal zurückkomme. Scheiße. Also nicht so einfach, darum werde ich wahrscheinlich anders da zurück müssen. So. Ah, 4 von 6. Das bedeutet, hier läuft noch irgendwo einer rum. Okay. Oh, Mädchen. Also großen Respekt vor der Lara. Fuck, ich wusste, ich habe die ganze Zeit noch B gedrückt, weil ich gedacht habe, weich doch aus, ich weiß, dass sie kommen. Ich wollte eigentlich nur drüber springen, habe den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung, mein Fehler. Wollte die Lara auch mal aufgespießt werden. So, gucken wir mal. Der Stream überhaupt auch flüssig ankommt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der vielleicht ein bisschen laggt. Ich hab's gewusst, ich hatte es so im Urin. Dass ich von der anderen Seite drin bin.
So, okay. Lass mich mal überlegen. Hier ist ein Wagen. Hier ist ein Teil, das sich vielleicht dreht, würde das behaupten. Ah, okay, 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 okay. Und hier ist eine Barriere, die ich freiräumen muss. Okay, ich verstehe. So, X erstmal. Das bedeutet, mit Seilpfeil muss ich hier arbeiten. Das würde mir das Seil hier beinhalten. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ich weiß nämlich bei meinem iPad nie, ob das am Stream liegt, dass der gerade... Nein! Falsch! So, erstmal den Wagen in richtiger Position bringen. Oh, mit dem One-Controller ist es so viel einfacher. So, jetzt den Wagen nehmen. Das andere geht kaputt. Super, und jetzt ziehen. Mit meinem 5 Jahre alten 360 Controller, der immer noch funktioniert. 5 Jahre muss man sich mal geben. War es immer ein bisschen... Hallo, Y. Och, Lara, bitte. Ja, der ist halt einfach alt. Und deswegen ist es ungewohnt noch für mich. Gerade wenn man ein bisschen gröber ist. Super. Ja, manchmal lag es, und da ist halt die Frage, liegt es am iPad, liegt es an der Verbindung vielleicht, liegt es selbst am System, am Stream etc. etc. Deswegen kann ich das nur begrenzt selbst nachkontrollieren. Ich bin ja ganz gerne, was das angeht, jemand, der ganz gerne mal so Methoden raussucht, um das auszutesten, um das zu probieren. Aber natürlich auch nur so lange, wie es zugelassen wird. Hier ist irgendwo noch so ein scheiß Totenkopf, den möchte ich haben. So ein blauer Schädel, der hier irgendwo eiert. Die Frage ist, wo ist der? Den habe ich bestimmt übersehen. Ja gut, ich muss hier sowieso nochmal zurückkommen. Wenn wir das denn 100% machen wollen. Oder wir sagen einfach, wir spielen das Casual durch. Und genießen so viel wir können. Boah, das waren doch nur Fledermäuschen. Das waren doch nur Fledermäuse, Mäuschen. Wollte ich sagen. Und daraus kam dann Fledermäuschen. Artikulation für den Hintern. Jetzt auf einmal ist das Seil so lang, ne? Der funktioniert noch. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt einen neuen geholt. Jonah. Ich habe sowieso viel zu viele Controller. Schade, dass du kein Discord hast. Da gab es nämlich auch mal ein... Video, wo halt drin steht, dass ich sämtliche Controller besitze. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Ich bin halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan davon. Von diesem Hin- und Herreisen. Deswegen nervt mich das halt, wenn du zum Beispiel irgendwo im ersten Level irgendwo hinkommst, wo du dann später einfach noch nicht weiterkommst. Wie zum Beispiel... das mit der Kiste und so ein Kram, das gefällt mir nicht so. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Ich habe nämlich für den Super Nintendo Emulator einen passenden Controller. Für den N64 einen passenden Controller. Dann habe ich noch einen Xbox 360 Controller, einen alten. Einen neuen Xbox One Controller. Ich habe sogar noch für Need for Speed Most Wanted hatte ich sogar einen... Ein Lenkrad-Controller. Also ich bin ein richtiges Joystick-Kind. Mit Tastatur und Maus kannst du mich jagen. Hat aber auch einen Grund, weil ich bin es halt gewohnt, die Maus und Tastatur zu bedienen wie jedermann. Aber da ich Linkshänder bin, ist meine Reaktion mit der Maus mit rechts ein bisschen anders da. Aber ich kann mit links die Maus nicht bewegen. Also ich, deswegen bin ich in Shootern auch relativ schlecht. Deswegen versuche ich so viel wie möglich mit Controller zu spielen. Deswegen ist die Frage, machen wir es 100% oder machen wir einfach casual, wir nehmen so viel mit, wie es geht und genießen es dann. Also privat habe ich natürlich den Spielstand so gut ich konnte durch, beziehungsweise die Sachen alle auf 100%, das mache ich, wenn ich alleine bin. Scheiße.
Scheiße. Aber ich habe ja auch gemerkt, dass ihr auch Menschen seid, die sich, die kein Problem haben, sich da. Schnell. Da ihr auch Zuschauer seid, die auch kein Problem haben, wenn man sich mal für etwas Zeit nimmt. Bei Shantae zum Beispiel, das habe ich zu 100% durch. Für die Leute, die das Let's Play sehen. Vorsicht. Die Powerfrau ist da. Der sieht ihn natürlich nicht. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die okay. Sorgen wir dafür, dass alles. Liebe Bundeswehr, wenn ihr Rekruten sucht, sucht Leute, die. Ach nee, die Bundeswehr ist ja eher so. Wie läuft's mit der Pumpe? Liebe Marine-Soldaten, wenn ihr Leute sucht für Black Operations, Operation, die es offiziell nicht gibt. Sucht eine Lara Croft. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Das Mädchen macht dich gerne die Hände schmutzig. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag. Die sieht man fast nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Keine Sorge, krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Ich hab hier vielleicht was. Ich sehe mich mal um. Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Findet den Mistkerl, der das war! Status? Oh Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Aha. Bleibt wachsam und findet irgendwas. Das wäre ein guter Ort. Du sollst nur schlafen. Gut. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich hab nämlich. Muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Burg und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gammalida. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen, aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Inspektoren kommen. Bereit machen. Fast geladen. Verstanden. Ist das die Benzinkanister für die Belagerung? Ja, vor 5 Minuten angekommen. So, das wird ein bisschen schwierig. So, ich war jetzt gerade ein bisschen stiller, weil ich mich konzentrieren musste. Macht das Sinn, das Ding kaputt zu hauen? Nee, okay. Aha, Molotov-Cocktails. Er hat es gerade eben verraten. Zu viel Druck vielleicht? Ja, vielleicht. Was jetzt? Warten wir einfach ab? Ja. Status. Fast geladen. Scheiße.
Scheiße! Mann am Boden! Dafür bezahlen sie! Ich hab nichts gemacht. Shit. Das, gut, das ist geskriptet. Ach nee. Scheiße. Verstanden. Ziel gesichtet. Ich hab Helikopter immer gehasst. Scheiße. So, das war's mit meiner Tarnung. Arschloch, du Dreckig. Ich hab das am Anfang versucht mit Pfeil und Bogen zu machen, aber also ich bin echt kein guter Schütze, das könnt ihr vergessen. Hoffentlich waren das alle. Jetzt hab ich eine Knarre. Nur erstmal natürlich sammeln, was geht. Ich habe jetzt gerade eine Dose an die Tür geworfen. Einfach so. So, mitnehmen. Man weiß nie, wann man es brauchen kann. Aber ich denke mal, ich mache hier einigermaßen einen guten Job. Kein Profi-Job, aber auch kein Noob-Job. Von daher denke ich mal, dass ich eine solide Lara spiele. Natürlich looten darf nicht vergessen sein. Epic Loot. Okay, es war kein Epic Loot, aber trotzdem. Ah, nein, hier ist bestimmt. Ja, ich wusste. Gibt immer eine XP. Okay, das muss ich öfters drücken. Da ist sie! Au! Oh, auf den Arsch! Eklig! Böse! Stopp! Tut ihr nichts! Lara Croft. Dominguez? Fick dich! Pisser! Bist nicht mein Typ. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich im romantischen Candlelight-Dinner. Wie von Trinity zu erwarten war. Sekunde. Das kann doch nicht sein. Ich selbst merke das, dass es vielleicht extrem leise ist. Ah, stimmt. Ich weiß, was das Problem war. Okay. Das Ding hatte Soundprobleme. Wegen dem 5. Der Schlüssel von Stereo und 5-Einer Sound. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Das Einzige, was ich machen kann, ist noch auf 100% schalten. Wo ist die Schatulle von X-Chel? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Nein. Wie so ein kleines Trotzkindchen. Ich hab sie nicht. Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit Warum? Der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Aha. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast?
Nein, so wie sie gucken, nicht. Sorry, aber... ist noch ein bisschen jugendlich, die Lara. Hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Gut, jetzt habe ich schon mal mein Mischpult mal ein bisschen lauter gemacht, dass es auf meine Kopfhörer... Ja gut, die hat gut den Schmerz unterdrückt. Das... ja. Wow! Nope, 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 nope. Nein, 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 ich bin raus. Weiter, komm. Boah. Schon wieder unter. Nein! Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Komm, ich schwimme nach links. Nein. Ach, scheiße. Ich glaube, das war Schmutz. Oh, no, so siento. Wo muss ich lang? Oh. 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 Nope. Das hält, glaube ich... Nein, auch nicht. Aber doch, schaffst du. Los, 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 los. Ah, aber, komm schon. Boah. Ui, yo. Nein. Wie wär's wieder noch? Nein, natürlich. Aua. Aua, aua. Hier was zu verstecken wäre so mies. Oh. Ich habe das immer so durchgezogen. Na gut, wenn es hier Blubberblasen gibt, dann gibt es hier bestimmt auch was zu finden, oder? Nee, dann halt nicht. Schneller! Ach so, Moment. Boah, das war an meiner Grenze, Leute. Das war meine Lungengrenze, Leute. Puh, ich glaube, das hätte ich so von der Länge her gerade so geschafft, aber... nicht noch um eine Scheibe einzuschlagen, vor allem unter Wasser. Schön, dass es gerade so passt. Los! Boah, man kann es auch übertreiben. Also, eine gute Story ist wichtiger als übertriebene Action. Die muss nicht exponentiell zum Spiel dazu stehen. Boah. Ja. Nein, 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 nein. Los, los, los. Schneller, schneller, schneller. No. Oh, Chico. No es bueno. Oh, Dios míos. Boah.
Schatten. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?